Hallo und willkommen zurück zu Avatar Frontiers of Pandora. Wir müssen zwei Camps durchsuchen und das machen wir auch gleich. Extra schon geladen. Und irgendwo, genau, da sind drei Mechs. Wir müssen schauen, ob wir mal alles gecraftet haben. Ich glaube, das hat letztes Mal in der letzten Episode den Fortschritt nicht gespeichert, dass wir das eine Camp schon geräumt hatten. Deswegen stehen da noch zwei dran oben. Wir werden es aber trotzdem hinbekommen. Letztes Mal war es zwar hart umkämpft, aber wir haben ja immer noch den schönen Minenwerfer. Für irgendwas muss der gut sein. So, gleich mal nachcraften. Da ist noch ein Mech. Komm schon. Jetzt ist er weg. Oh, das Tier ist frei. Das ist nicht gut, dass die das abschießen. Gut, das ist weggekommen. Das ist die Hauptsache. Noch scheine ich nicht entdeckt zu sein. Oh, das war, glaube ich, nicht so gut. So, das können wir hier auf... Alter, wer schießt denn da? Der da oben? Das hat er aber gut gemacht. Ich muss kurz meinen Sound runterdrehen, sonst höre ich ja nicht, was ich sage. Und teilweise ist das gar nicht so unsinnvoll. Zumindest, wenn man einen Kommentar zum Spiel abgeben möchte. Ich komme schon Bogen hoch. Ja, ich habe ihn getroffen. Oh, kein Mech, kein Mech, kein... Was ist denn das? Ich hatte doch noch volles Leben, halbwegs zumindest. Schauen wir mal, auf was die Settings sind. Combat Challenge, High, Custom. Machen wir mal Medium. Hab ja schon oft gesagt, ich bin eher so ein mittlerer Typ. Mit mittleren, Problemen kann ich mich auseinandersetzen. Wollen wir das mal machen. So, kann ich dich jetzt einfach... befreien und du kämpfst gegen die Mechs? Frag für einen Freund. Weil ich will jetzt auch nicht hier, wenn ich eine Explosion starte, dass das Viech drauf geht. Okay, komm schon. Wieso hat das wieder nichts gebracht bei dem Mech da hinten? So, jetzt aber. Sehr schön. Oh, das war ja die falsche Seite. Jetzt ist das Tier frei. Komm schon. Nein! Voll aufs Tier. Eieiei, das hat gefressen. Aber nur an Schaden. Wo bist du denn? Hallo? Du hast auch aus der Richtung auf mich geschossen. Kann man ja auch erwarten, dass du in der Richtung denn noch zu finden bist. Ich vergesse teilweise, dass ich den Bogen ja nicht komplett spannen muss. Komm schon. Die Schrotflinte hat es da gebracht bei dem Feind. Schnell looten. Schnell looten. So, aber wunderbar. Das Tier hat überlebt. Wenn auch ein bisschen vermackter als gewünscht. Weil ich es direkt mit einer Mine abgeworfen habe. Ja, Health-Items schön auffüllen. Jetzt sind wir wieder bei 3. Das passt. So, war hier irgendwie noch was? Nur der tote Mech. Und hier drin irgendwas zum Ecken. Oh, ich höre noch Feinde auf jeden Fall. So. Jetzt aber unten sind wir und hoch müssen wir. Nein! Ich wurde geschockt und an den Anfang verbannt. Dann warten wir hier kurz. Warten, warten, warten. Jetzt. Wunderbar, mit 7 Sekunden. Ja, immer noch schlimm. So, ich habe meinen Munitionstyp gewechselt. Ah, da oben ist der Typ, der die ganze Zeit rumschreit. Und nicht im Scanner-Sichtfeld aufgetaucht ist. Irgendwas Blutbares noch hier in der Nähe, ich schätze nicht. Gut, auf zum nächsten Camp. Ohne dabei von irgendwelchen Sachen gefressen zu werden. Ja, da. Ich glaube, da können wir sogar auf unseren
treuen Hawk sitzen. Den Weg laufe ich doch nicht zu Fuß, bin mir nicht. Ja, hier nicht irgendwie der Fußläufer vom Dienst, würde ich mal sagen. Das ist ein Baum. Sicher, dass das das Camp ist? Gut, andernfalls habe ich gerade keinen Wegpunkt. Schauen wir mal. Ah, vielleicht dahinter. Das ergibt schon mehr Sinn. Okay, hier ist auch ein Field Lab anscheinend. Kann ich hier was wieder in Gang setzen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht müssen wir scannen, wo das ist. Ah, oder wir müssten einfach auf den Boden schauen. Komm schon, abspringen. Hui. Das hat doch funktioniert. Oh, da ist jemand. These mad animals are a danger to the local ecosystem. There's a sizable number of frenzied predators threatening the local ecosystem. Das ist aber nicht gut. Part of the natural balance and could wipe out the local fauna. Wie gesagt, klingt nicht gut. Na gut, aber hier muss man die Power wahrscheinlich wieder herstellen. So, einmal da scannen, geht nicht. Dann einmal hier, das funktioniert. Und jetzt hier. Wunderbar, und es ist angepowert und jetzt muss man, glaube ich, das Terminal benutzen. Erstmal hier was durchsuchen. Da ist das Terminal. Answer Call. Was denn jetzt? Na gut. Ja, ja, natürlich. Bin ja hier der Arbeitspackesel. Can you send me the location? Das sind ja gar keine Informationen. Wieso machen die das nicht selbst? Wieso muss ich das alles machen? Inventory ist full. Na gut. Wir haben noch den zweiten Teil der Quest. Irgendwo da hinten. Flieg mal da. Eieiei. Was ist denn mit euch los? Nicht einfach explodieren hier. Na gut, wir fliegen das kleine Teilstück noch. Da können wir die ja auch mal aus der Luft angreifen. Hab gehört, das klappt irgendwie. Schön langsam, schön langsam. Noch sehe ich keine Feinde. Langsam. Langsam. Ah, Feinde gerade gespawnt. Wunderbar. Das hat ja gut funktioniert. Warum denn das? Seit wann ist der Bogen One-Shot? Ja, so viel zum Aim aus der Luft. Hui, schnell weg hier, bevor wir uns tatsächlich treffen. Frag mich aber, warum ich hier keinen Minenwerfer habe. Hui, und wieder weg. Ah, Luftkampf ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Komm schon, der ist auch beinahe down. Und meine Pfeile sind nicht mehr vorhanden. So. Schön craften, schön craften, schön craften. Wieder ein bisschen Speed und vielleicht ein bisschen Heilung. Kann nicht schaden. Oh. Bogen. Der hat Schwachstellen. Das mag ich an Feinden besonders. Ich glaube, hier ist auch noch jemand. So, abbremsen, abbremsen, da ist ein Feind. Sehr schön, den habe ich sogar getroffen. Da ist ein Feind. Auch getroffen. Mensch, ich glaube, ich habe Zielwasser getrunken vor der Episode. So viel dazu. So,
Befreit ist befreit. So, auf die Fresse. Auf die Fresse. Komm schon, mein Ikran. Kannst du den nicht beißen? Einfach bisschen beißen. Na gut, solange die Pfeile nicht ausgehen. 13 Chancen haben wir noch. Ein Pfeil brauchen wir noch. Yay. So. Dann mal dismounten. Hui. Und die Munition aufsammeln. Den schönen Loot hier. Ja, her damit. Immer noch diese komischen Samenspringerpflanzen. Oh, wie seid ihr denn draufgegangen? Ich dachte, ich habe alles gerettet an Wildleben. Anscheinend lassen meine Methodiken noch zu wünschen übrig. Naja, naja. Irgendwas muss man hier auch durchsuchen, schätze ich mal. Dann wahrscheinlich da hinten. So, euch nehme ich mit zum Pfeile craften. Okay, was ist hier noch böse? Weiß ich gar nicht. Sehe kein Tier, sehe nur die große böse Spur in der Luft. Hat bestimmt nichts zu bedeuten. Superior Enkelguard-Mod. Also das schützt meine Fußgelenke oder generell Gelenke. So, und das muss ich wieder... Ja, ist ja gut. Wo sind wir denn? Da sind wir. Das ist wenigstens straightforward. Ohne Fallen, ohne sonstiges. Stop buzzing the stone pillars, people. I don't want to see a Samson in the repair bay, unless it has a spear sticking out of it. Stone pillars? Oh, I bet I know where that lodge could be. And there was an access code. Now I just have to find what it unlocks. I'd better get back to the sisters first, though. Let them know what we found. Das klingt doch mal nach einem Plan. So, ich glaube, wir haben hier alles Relevantes eingesammelt. Dann hoffe ich mal, dass das jetzt klappt. Ich gehe ein bisschen in die Luft. Ikran. Okay, die Animation hat es nicht getriggert. So klug ist das Spiel. Braucht wahrscheinlich etwas mehr Flugzeit, bevor die triggert. Da ist ein Helikopter. Ich würde sagen, den holen wir auf jeden Fall. Und was ist hier los? Dismount. Entschuldigung, doch nicht so nah an den Feind. Hack. Hey. Ich glaub's nicht. Ich habe alles falsch gemacht, was geht. Aber das Spiel ist zum Glück, was das angeht, auch sehr verzeihend. So, alle weg, alle Feinde erledigt. Hat doch dann auch so funktioniert. Ja, ich sehe keinen Feind mehr. Auch der Heli ist weg. Ist das nicht schön, wenn sowas funktioniert? So, jetzt aber. Auf zum Wegpunkt. Mal schauen, ob man noch ein Gefecht irgendwie aufspielt. Aber wahrscheinlich eher nicht. Die habe ich jetzt erfolgreich vertrieben. So. Da ist eine Bildsprick. Her damit. Hui, absetzen, absetzen, absetzen. Berühren. Berühren. Mit Knopfdruck. Achso, ich soll zu den Schwestern zurück, das ist richtig. Aber ich habe ja gesagt, wir brauchen diese Ancestor-Skills unbedingt. Wahoo! Wegpunkt, Wegpunkt. Wir selber Wahoo. Der Ausruf war etwas unerwartet. Komm schon, mehr Speed. Mehr Speed. Oh, da unten ist auch irgendwie so eine Siedlung. Sieht zumindest ein bisschen nach Navi-Leuten aus. Naja, egal. Wir schauen hier oben, dass wir das lila Zeug einsammeln. Das gibt ganz, ganz schöne Skills. So, was will der essen? Was will der essen? Fire Seed. Ja, meinetwegen hier ein Fire Seed. Enjoy. War anscheinend das Richtige. So, nur langsam, nur langsam, nur langsam, nur langsam, nur langsam. Was machst du denn? Irgendwie klappt das hier nicht, wie ich mir das vorstelle. So, so. Dankeschön. Jetzt erstmal Aussicht genießen. Genug genossen. So, was ist jetzt das? Corona's Nest, Corona's Egg, the Nest of a Flying Creature. Kann man doch bestimmt hier sammeln. Nicht nach rechts, nicht nach links.
Nicht nach unten, nach oben. Okay. Habe ich doch gemacht. Oh. Nach links. Nee. Hallo? Irgendwie diagonal. Okay. Aber pristine ist was anderes. Naja, solange sich hier kein Vogel beschwert, ist, macht man doch nichts verkehrt. So, der Wegpunkt führt irgendwo da hinten hin. Irgendwo da, das probieren wir gleich nochmal. Hui. Oh. Jetzt aber, hui. Na, wunderbar. Komm mal da durch. Sieht nicht so aus mit dem Wind. Interessant, da traut uns der Ikran das wohl noch nicht zu. Dann das Mountain wir. Hui. Das ist ja auch eine schöne Pflanze da. Bringt die was? Hallo? Hallo Pflanze? Kann ich dich scannen? Bist du überhaupt eine Pflanze? Zeswar Kite. Ah, Kite mit... Okay. Interessant, dass das ein Kite ist. Den kann ich collecten. Someone must be missing this. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Also hier ist irgendwo... schöne Blume. Ich schätze aber da oben... keine Ahnung. Oh, was ist da denn? Achso, das ist mein eigener... mein Ikran. Der sah gerade ein bisschen buggy aus. Ancestor Skill. Ghost Strike. Boah, wird Zeit, den zu finden. Vielleicht hier unten drin. Ich würde ihn hier unten verstecken. Sehen tue ich natürlich nichts. Ist das eine Falle? Hui. Nein. Ich hätte da eine Falle eingebaut. So, jetzt bin ich hier unten und das bringt nicht mal was. Mensch, ist das... war das ein Reinfall? So, wo ist denn dieser Ancestor Skill, von dem hier alle Welt redet? Echt da oben drauf und da kann ich nicht rauffliegen. Das ist doch dämlich. Muss ja irgendwie einen Kletterpfad geben. Da gibt es zumindest Trampolinblumen. Hui. Ja, aber die Höhe reicht einfach nicht. So, wir können vielleicht mal im Felsen schauen. Vielleicht ist er ja gar nicht oben drauf, aber wäre seltsam. Blume braucht doch Licht. Wir schauen einfach mal rum und falls das hier nichts wird und ich keinen Pfad finde, muss man das halt leider vertagen. Schade eigentlich. Ich dachte, wir können den jetzt hier einfach easy peasy aufsammeln. Noch habe ich nicht aufgegeben, aber demnächst werde ich aufgeben. Bin da relativ schnell drin. Oh, nicht schon wieder so ein Teil des... Nee, weg da. Lass die Vögelsamen mal in Ruhe. Die Vogelsamen. Irgendwie so. So, ich gehe definitiv in die falsche Richtung, wenn ich dem Lensflare-Effekt trauen kann, der da immer aufploppt. Aber wenn die Vermutung nahe liegt, dass das auf dem Berg ist, müssen wir irgendwie hier raufkommen. Die Frage ist, wie? Vielleicht nochmal hier das Trampolin probieren. Hui. Das sieht gut aus. Und nochmal. Hui. Sehr schön. Und das machen wir gleich ein drittes Mal. Müssten wir eigentlich nicht, aber es hat Spaß gemacht. Hui. Und hier ist keine Pflanze. Was soll denn das? Ah, vielleicht auf dem anderen Hügel. Da komme ich aber, glaube ich, nicht ohne weiteres hoch. Gut, das habe ich auch bei dem hier gedacht. Mensch, so viele Eier in... braucht man doch gar nicht. Okay. Irgendwas will mir der Kringel wieder sagen. Ich habe leider keine Ahnung, was. Wahrscheinlich, dass ich wieder falsch gehe. Nee, ist noch geradeaus. Na gut. Ich habe nichts gesagt. Mist. Wo ist das Teil denn? Kann doch nicht so weit weg sein.
Ich sehe nichts. Siebzig Meter in die Richtung, da ist aber nichts. Entweder ich bin blöd oder das hier ist gut versteckt. Es könnte auch beides sein. Hui, komm her, Ikra. Dankeschön. Gut, dann wollen wir mal hier hoch. Ein Regenbogen. Ein Regenbogen. Ist er da hinten? Nee, das ist auch einfach noch ein Kite. Hui. Nee, das ist irgendwie so ein ganz anderes Ding. Landen, dismounten, wie auch immer. Und eins Smalled Basic Harness, okay. Hätten die hier oben nicht was Besseres verstecken können? So, also, tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wo der Ancestor Skill hier ist. Offensichtlich sehe ich ihn nicht und unoffensichtlich sehe ich ihn auch nicht. Wenigstens haben wir von hier eine ganz okay Aussicht. Ich schätze mal, der muss hier dann unterirdisch sein. Obwohl der auf der Map oben drauf angezeigt wird. Vielleicht ist er einfach noch nicht gespawnt. Dann wäre aber die Frage, warum er angezeigt wird. Da ist auch noch so ein Mining Tower. Na, egal, wir gehen mal runter. Hui. 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 Na, das war doch ganz... ganz schön, würde ich sagen. So, wir schauen jetzt nochmal hier unten, ob es hier irgendwas gibt. Hallo, ich suche nach einer großen Blume, die mir Skillpunkte verleiht. Oh, hier glitscht es drin irgendwie. Die Felsen sind ab und zu blau. Und du bist ein nicht scannbares Objekt. Alles klar. Schade eigentlich. Das sah zumindest nach was aus, was gescannt werden will. So. Wir gehen gleich da rein und reden mit denen, aber... wollte noch mal nach der Pflanze gucken. Die ist definitiv nicht hier unten. Zumindest auch nicht offensichtlich. Da ist ein... sieht aus wie eine Gans schon wieder. Clan Contribution. Ach, was wollen die denn? Im Moment nicht. Hallo. The largest Zakru I have seen by far. I hear they were much larger in the past. Das ganze Ding ist ein Zakru? Nee, kann nicht sein. Oder? Keine Ahnung. Gut dann. Will jemand reden? Anscheinend nur ich. Oh, nicht mal looten kann man was. Ah, Verzeihung, meine Erkältung ist noch nicht überwunden. So, rauf auf den Ikran und dann... ja, dann weiß ich eigentlich gar nicht. Müssen wir zum Missionsziel zurück auf jeden Fall. Weil die Blume, die mir hier versprochen wurde, will sich ja nicht pflücken lassen. Aber der Gearbasket ist drauf. Das kann doch nicht sein. Das muss doch hier sein. Einmal noch in... vielleicht ist es noch höher auf einer Insel. Nee, das ist alles Quatsch. Komm schon, Ikra, ein bisschen mehr Dampf. Kann doch nicht sein. 200 Meter. Ich bin doch direkt drauf. Muss doch hier sein. Vielleicht doch da unten. Ich bin irritiert. Will nicht für jede dieser Blumen einen Guide aufmachen? Ich denke immer noch, da unten muss was sein. Das sieht so aus, als ob hier was sein sollte. Wieso wird man sich denn sonst die Mühe hier machen? Na, wirklich was anfangen mit der Information kann ich jetzt nicht. Ich kann nichts scannen, ich kann gar nichts.
Das ist so ungefähr. Mehr beim Wegpunkt geht jetzt auch nicht mehr. Gut, ich kann natürlich hier diesem Teil nachgehen, das um mich rumwirrwarrt, aber das war noch nie hilfreich bis jetzt. Ach, herrje. Gut, ich laufe jetzt noch einmal genau auf den Wegpunkt zu. Und wenn das nichts wird, dann wird es halt nichts. Gut. Hier sollte die Blume sein. Da hier keine Blume ist, gehe ich mal wieder zurück nach Hause. Guck, ich bin genau drauf. Denke ich mal. Schwierig zu entziffern. Na, ich denke trotzdem, da passt was nicht. Gut, wo müssen wir hin? Hier können wir da auch hin schnell reisen. Sieht nicht so aus. Ikran, wo bist du? Da bist du. Ach, du bist schon längst gelandet. So, Wegpunkt muss man aber auf jeden Fall... Also jetzt passiert mit meiner Karte. Kann ich die neu ausrichten? Ich glaube, so passt das. Wegpunkt. Wegpunkt ist hier. Und jetzt kann ich auch fast traveln. Interessant. Na gut, das erspart zumindest ein bisschen Reisezeit. Und die eine oder andere Ablenkung auf dem Weg. Dann können wir endlich mit der Hauptstory doch weitermachen. So. They are waiting at a council tent in the circle. Wir sind im Circle und wo ist ein Council-Ding? Hallo. Theoretisch nicht, aber hier kann ich zumindest schöne Materials kaufen. Was willst du dafür? Ah, die kriege ich einfach so. Certified Bones, Beer Thrower Crafting Material. Okay, das nehme ich auf jeden Fall. Und hier, die kann ich auch receiven. Ein Bogen mit 73 Schaden, her damit, auf jeden Fall. Und für mehr ist mein Clan-Favor nicht gut genug. Schade eigentlich. So, die müssen doch irgendwo hier... Ach, wo seid ihr denn wieder versteckt? Ich glaub da. Hallo, ich bin zurück. Sarentu. You have seen our clan's kites, I am sure. In der Tat. We made the most beautiful kites once, Naku and I. We wove our love into every fiber. Sehr gut. Now that Naku is gone, I cannot bring myself to make another kite. Das ist aber schade. All those we had made and flung them from the heights. As if that would make things better. I think I found at least one of your kites, tossed by the wind on the plains. You did? Oh, then all are not lost. It was foolish. An impulse. Something Naku could always quiet in me. Throwing the kites away did nothing but insult the memory of my love. Perhaps some are still out there, snagged on shattered bridge or tossed along the mother of rivers. Ja, möglich, möglich. Wie gesagt, einen habe ich gefunden, mehr sammle ich aber nicht. Nicht freiwillig. Ah, mein Questziel ist da. Ah, aber wir haben hier noch jemanden, der... Make your pick, friend. Ja, mein Clan-Favor ist aber anscheinend nicht mehr gut genug für euch. So, raus hier. Dankeschön, gleichfalls. Ist das eine Crafting Station? Eine Farbstation? Ich kann sogar meinen Bodytype ändern. Oder mein Gesicht. Ich bin zufrieden mit meinem Gesicht. Mein Haar mag ich auch. Höchstens eine andere Farbe wäre mal cool. Irgendwie blau oder so. So, Skin bin ich immer noch sehr zufrieden. Body Paints. Wir können uns gelb anmalen. Und Face Paints haben wir auch. Ja, gelb. Gelb und weiß anscheinend. Und grün. Nehmen wir einfach mal grün. Jetzt leuchten wir schön.
Dann auf zum Reden. Hallo. You look unwell, warrior. What have you discovered? At their camps, I saw animals trapped and in pain. I freed those I could. They kill needlessly. They leave the meat to rot. Food from Awa makes them sick. Ha! She stabs at them from their bellies. They only take the parts of our world that they can sell to other sky people. As trophies. They have no respect for the life that surrounds them. Their leader is Harding, and she's well known for her cruelty. What they steal, they take to her camp, beyond the stone pillars. Then we will repay her in kind. Go, and we will join you when we can. Keep your eyes and arrows sharp, Sarantu. Dankeschön. Ihr auch. Glaubt, dann müssten wir das auch machen. Aber ich warte, bis Tag ist. Bisschen Zeit haben wir ja sicher noch. Na, wieso dauert das jetzt so lange? Wollt doch einfach warten, bis draußen schön hell ist. Someone should speak to her father. Würde nicht sagen, dass es schön hell ist, aber trotzdem. Was willst du jetzt wieder? Woai is Zeswa. And yet her father will not teach her to ride. Perhaps Fayu would listen to you? Warum sollte das tun? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Und was willst du? Make your pick, friend. Eine Rain Fistel Fiber. Regen Distel Fiber. River Rock Shell. Head Crafting Material. Okay. Für den Rest reicht unser Favor nicht. So eine Schande. Und du willst was? If nothing else, perhaps they decorate the shattered bridge now. That gear does not suit you. But what do I know? Keine Ahnung. Stu. Dann erwartet uns die Hauptmission, die ich hoffentlich irgendwie ausgewählt und getrackt habe. Da braucht man Level 9 für. Gut, wir haben jetzt aber unsere 4 Skillpunkte. Ja, plus 120 Base Health. Wunderschön. Und dann können wir, glaube ich, den schönen neuen Bogen ausrüsten. Ich dachte, ich hätte einen bekommen mit 76 Damage. Was ist denn da los? Oh, die sind alle veraltet, die Sachen, die ich habe. Müsste man nächstes Mal erstmal craften. Okay, hier haben wir auf jeden Fall einen Bogen. Wieso habe ich denn 2? Longbow und Heavybow. Kann ich den unequippen? Hallo? Ich dachte, ihr seid equipped. So, der müsste jetzt ausgewählt sein. Ja, auf 1 ist der. Wunderbar. Was die sind, weiß ich nicht. Und das Assault Rifle, haben wir da noch ein besseres inzwischen? Nö. Aber wir haben vielleicht einen Mod. 11% Weak Spot Damage on top. Das gefällt mir doch. Da kann man nichts machen. Ankle Guards haben wir doch gerade erst gefunden. Oder einen Mod dafür zumindest. 13% Mounted Damage. Das heißt, wenn wir auf dem Pferd oder einem Ikran sind, macht man mehr Damage. Und jetzt ist unser Kampflevel schon auf 8 gestiegen. Ist das nicht wunderbar? So, ich weiß auf jeden Fall, dass wir beim nächsten Mal ein bisschen craften werden müssen. Weil sonst geht es uns ein bisschen an die Nieren. Wortwörtlich gesehen. So, wir müssen dahin. Hunting Lodge. Wegpunkt ist gesetzt. Fast traveln kann ich hierhin. Ein Glück habe ich das Labor vorhin restored. So, laden, laden, laden. Jetzt sind wir da. Was sind eigentlich die Teile? Die sind vorhin auch explodiert, oder? Sparkle Pot, a plant containing a sack of glittery spores, which is prone to burst when approached. Hui. Okay. Solange die keinen Schaden machen. Ikran, komm mal her. Ja, da bist du ja schon. Auf zum Missionsziel. Da ist es. So, das sollte jetzt aber ohne Probleme klappen. Irgendwas Interessantes noch auf dem Weg? Nur hier vielleicht die bösen Viecher. Wieso ist nie was nachgeladen? So, kannst du mal stationär in der Luft bleiben?
Brauchen Bogen, 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 Bogen. Oh, das hat nicht viel gebracht. Komm, einfach stationär. Ich muss dir abknallen hier. Wo ist denn dein Schwachpunkt? Bleib mal stehen. Hui, Schwachpunkt getroffen. Mist. Ein Clean Kill wird es auch nicht, aber tatsächlich, wo ist denn mein Bogen hier? Hat doch immer einen Bogen zur Verfügung. Ist auch noch ausgerüstet. Ah, kann sein, dass ich den Heavy Bow nicht wählen kann. Im Flug, da brauche ich den Langbogen doch dafür. Nehmen wir das mal anstatt der Shotgun. Dann müsste ich wieder einen Bogen haben. Und meine Theorie ist, weiß ich nicht. Meine Theorie war richtig. Also ja, schon mal schön. So, das Tier haben wir schwer verwundet, das Böse. Oh, da liegt auch eins. Nö, das ist so ein Mermaid Tail. Gut, mehr kann ich jetzt im Moment nicht tun. Deswegen unbedingt nächstes Mal ein bisschen bessere Ausrüstung ranschaffen, dass wir es wieder ein bisschen leichter haben. So, ist der Wegpunkt weit weg? Sieht nicht danach aus. Ein Felsen. Pertified Tree. Trees that have gone through a pertrification, also Versteinerung, process over an extended period of time. Oh. Ist das auch so einer? Ist ja krass. So ein richtig, richtig großer Stamm. Hier überall. Mensch, ist das. Das ist was Besonderes, würde ich mal sagen. Sicher, dass wir die große Basis hops nehmen sollen. Also ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass ich es machen werde. Aber ob die anderen damit auch on par sind? Search the warehouse administration room at the lodge for information. Oh, die sollten mich ja nicht gleich entdecken. Wir werden das zwar nicht schleichend machen, aber sofort entdeckt werden will ich auch nicht. Und da ist noch ein Helikopter, der schon brennt. Interessant. Zumindest leuchtet er. Ach, das werden die Schwachpunkte sein. Na gut. Ich würde tatsächlich sagen, für die Episode reicht es schon. Wir wissen genau, was wir nächste Episode am Beginn machen würden. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.